Yo Leute, herzlich willkommen zurück zu Far Cry 6, dem DLC Joseph Collapse. So, wir haben es geschafft, die erste Story-Mission von dem DLC abzuschließen und sammeln jetzt unsere wohlverdiente Belohnung ein, das Kreuz oder ein Teil des Kreuzes. Okay, Das nice. wird nicht geschehen. Ich wusste, dass Gott mich prüfen wollte. Er bereitete einen Weg für mich und ich musste mich nur entscheiden. Also legte ich meinen Finger auf den Atemschlauch, der an ihr engelhaftes Gesicht geklebt war. Und drückte zu. Der Herr gibt. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Alter, es gibt nur 8 Visionen? Oh, das überrascht mich jetzt ehrlich gesagt. Das sind deutlich weniger Visionen als in den anderen DLCs. Okay, krass. Das bedeutet nur, wir werden umso schneller damit fertig sein. Alles klar. Boah, ey, die Geschichte mit seiner Tochter und dem Atemschlauch, ja, an die kann ich mich noch gut erinnern. Leider. Leider. Oh. Wäre Wissen, auf das ich durchaus gerne hätte verzichten können, aber naja. War leicht verstörend, aber gut. Gehört halt zu Joseph dazu. Was ist das für ein Kind? Fragezeichen. Fragmente des zerbrochenen Kreuzes unten. All deine Worte waren nur Lügen. Meine Tochter. Mein Baby. Meine Wege sind unergründlich. Lügen und ich hab sie geglaubt. Was habe ich getan? Puh. Jetzt einen total niedergeschmetterten Joseph zu sehen, der alles bereut, was er getan hat, ist doch mal ein ganz anderer Take an seinem Charakter, oder? Das ist auch noch mal ganz was anderes, den so zu erleben. Vorher hätte alles passieren können. Nichts hätte ihn von seinem Glauben Noch eine abgehalten. Prüfung! Aber hier, da ist er ja komplett das Wrack. Eieieiei. Na gut. Genau, jetzt gehen wir jenseits dieses Blissfeldes und suchen mal hier weiter. Für dich gibt es keine Erlösung. Echt jetzt? Er hat einen Friss die Bibel Takedown? Echt jetzt? Mit der Bibel als Hebel? Der nutzt die Bibel wirklich als Hebel, um einen Genickbruch vom Stapel zu lassen? Echt jetzt? Alter, ey, diese Takedown-Animationen hier sind ja einfach mal anders wild. Oh. Au. Cool. Ging fix? Oh, es dämmert, ja. Okay, gut. Dort gelandet, wo ich landen wollte. Du hältst mehr Spezialwaffen-Muni. Okay. Brauche ich nicht. Jetzt bin ich wieder vorbeigelaufen, ne? Eigentlich wollte ich ja noch einmal zum Unterschlupf zurück. Wollte ich eigentlich schon im Laufe des letzten Parts.
und wurde dann wieder abgelenkt. Aber dieses Mal nicht. Jetzt gucke ich nach, was es in dem Shop alles zu holen gibt. Und bei der Gelegenheit kann ich ja schon wieder Punkte in meine Eigenschaften investieren. So, dann schauen wir doch mal. Zu reflektieren. Hier mal kurz gucken. Temporäre Kräfte, was haben wir? Schneller Waffen wechseln, Verteidigung gegen Nahkampfangriffe, mehr Schaden gegen Gegner. Du kannst länger den Atem anhalten. Und wachsen. Wenn ich nochmal daran gehe, sind natürlich die gleichen. Ja gut. So, jetzt aber. Jawohl, es reicht diesmal. Wingsuit, Fallschirm, Kletterhaken. Bäm. Perfekt. So, was noch? Ja, ich kann durch Wände sehen. Das würde ich ehrlich gesagt ganz gerne weiter fortführen. Oder nochmal, ja komm, noch ein Hilfsmittel. Was habe ich jetzt bekommen? Dynamit! Na, endlich mal was Brauchbares. Etwas, das Kavumm macht. Dankeschön. War doch mal Zeit. So, ich gehe noch einmal nach da oben hin. Schade, dass ich nicht an bereits entdeckte Orte eine Schnellreise ausführen kann. Deine Seele ist ein gieriges Biest. Deshalb brauchst du mich, Joseph. Um mich zu führen. So. Boah, bei Nacht sieht das auch nochmal ganz anders aus hier. Wunderschön, aber gleichzeitig auch so ein bisschen ehrfurchtgebietend. Okay. Schauen wir hier nochmal, ob hier andere Fähigkeiten jetzt zu holen sind. Tatsächlich. Maximale Gesundheit erhöhen, Bewegungsgeräusche werden vorübergehend reduziert, nachdem ich Gegner mit schallgedämpfter Waffe getötet habe. Bewegungsgeräusche beim Sprinten, ich bewege mich schneller, nachdem ich gerutscht bin. Ich würde sagen... Verteidigung gegen Standard? Ja gut, komm. Ach scheiße, 1600. Ich habe nicht genug Kohle. Na. Ja gut. Das heißt auch so ruhig mal so ein kleines bisschen Kohle aufbewahren. Für den Fall, dass ich eine gewisse Fähigkeit kaufen kann. So, okay. Ich habe schon mal ein kleines bisschen nebenbei wieder die Videos laufen lassen, um die nächsten Fundorte der Collectibles zu wissen, zumindest die groben. Ah, Mann, ey. Also Josephs Verstand ist auch nochmal, anders wild. Also generell alle jeder Verstand ist dann natürlich auf seine Art und Weise einzigartig, ist ja klar. Statue, zerrissen von Sünde, von Schmerz, genau wie mein Verstand. Ich muss auch sie reinigen, von der Verderbtheit befreien. Ist ja klar, dass die DLCs alle ihr eigenes Ding drehen sollten, sonst wäre es ja ziemlich sinnlos. Ne, vor allen Dingen, schließlich sind die Erwartungen an die an DLCs, die an die Antagonisten der letzten Spiele geknüpft sind, ziemlich hoch. Ne? Die wissen halt ganz genau, was die Leute wollen. Die Entwickler wissen ganz genau, was Far Cry eben zu Far Cry jetzt mittlerweile gemacht hat. Die Antagonisten. Also, ne, solche DLCs. Solche DLCs dann zu entwickeln, ist dann natürlich nur logisch. Ah, ich soll die Statue wieder zusammensetzen. Okay, okay. Verstehe. Hi. Da, wie heißt der Jäger?
Habe ich das gerade richtig gelesen? Der ist einfach nur Jäger. Ah, okay. Oh, okay. Vater? Cool. Erinnerst du dich? Hier fing alles an. Hier wurde ich zu deiner Faith. Natürlich erinnere ich mich. Du glaubtest an mich. Und ich glaubte an dich. Okay. Hallo? Alter. Uiuiuiui. Als du mich gefunden hast, war ich verloren. Verängstigt. Ein Opfer. Und genau nach so jemandem hattest du gesucht, nicht wahr? Du sagtest mir, ich sei wunderschön. Ich sei etwas Besonderes. Das warst du auch. Ich brauchte dich, also habe ich dich vor dir selbst gerettet. Huiuiuiui. Ja, toll. Schwierig. Soll ich denn da hochkommen? Oh. Okay. Ich war schwach. Leicht zu manipulieren. Doch du konntest mir beibringen, stark zu sein. So wie du zu sein. Oh, was zur Hölle? Oh. Okay. Jetzt erzähl mir nicht, ich soll da... Wait. Nichts überstürzen. Zeigt, dass ich voller Liebe und Leben war. Oh. Ich dachte mir, jetzt soll ich da weglaufen, weil die Trümmer, auf denen ich stehe, sich jetzt langsam zusammensetzen würden. Eieieiei. Am Anfang, bevor ich versuchte zu fliehen, wollte ich dir alles geben. Er ist da drüben. Ha? Oh, hi. Wie der immer abhaut. Ich wollte alles für dich sein. Aber du hattest schon eine Faith. Dein Herz war schon voll. Faith, das reicht. Ja. Das war ja bereits im Laufe von 5. Teil klar. Faith war kein Name.
sondern eine Rolle, eine Position innerhalb der Sekte, die ausgefüllt werden musste. Puh. Ja. Und sobald eine Faith nicht mehr ist, wird sofort die nächste an ihre Stelle, an ihre Stelle treten, genau. Was zur Hölle? Oh, da hinten? Was? Kriege ich das von hier aus auch erwischt? Irgendwie nicht. Doch! Ha! Kann ich! Lol. Von hier aus sogar. Als du mich also mit ihr hier hochbrachtest und mir sagtest, dass ich dir vertrauen soll, wusste ich, dass ich es tun müsste, wenn ich bei dir sein wollte. Ja. Wow. Ja. Joseph betrachtet all seine Taten jetzt unter dem Aspekt eines normal denkenden Menschen. Keines religiösen Fanatikers. Ich atmete tief ein, schloss die Augen und mit aller Kraft stürzte ich sie hinunter und wurde deine neue Faith. Um Gottes Plan zu verwirklichen, brauchte ich eine Vertrauensperson. Jemand Gehorsames. Das war's, was ich wollte. Jetzt noch lügen, Vater. Jetzt ist es zu spät. Hm. Oh. Nimm dein Buch. Okay. So, das ist der Vater, wie ich ihn kenne. Stark. Mächtig und furchterregend. Okay. 3 Skills zur Belohnung. Verteidigung gegen Explosionen? Nö. Waffenbewegung verringern? Nö. Mehr Spezialwaffenmuni? Nö. Okay. Ah, und wenn ich jetzt den Wingsuit nicht hätte, dann einfach da runter ins Wasser springen. Interessant. Alter, puh. Ja, die Schuldgefühle gegenüber Faith, wie sie jemand Normales haben würde, der ihr all das angetan hat. So. Irgendwo da oben. Ist eine Skillkiste. Die ich gerne hätte. Spiel. Die ich sehr gerne hätte. Hallo. Die hole ich mir auch noch. So. Penner. Kehre nach Eden zurück. Okay, Augen eindrücken. Ganz schön. Lecker. Ist ja herrlich. So, ich habe jetzt schon so ein kleines bisschen hier gehorcht. Nach irgendwelchen. Da unten vielleicht, ja, am Dock. Ich habe schon gehorcht nach irgendwelchen möglichen Verstecken für die Figur. Ich glaube, habe ich die mal aus dem Augenwinkel hier gesehen? Nein, war eine Flasche.
Mist. Jetzt habe ich sie gerade beim Vorbeilaufen gehört. Ah, natürlich. Das Boot. Hätte ich mir denken können. Okay. So, schon mal weiter gucken. Soweit, so gut. Okay. Dann geht's da als nächstes weiter. Gut. Ich weiß Bescheid. Als nächstes erkunde ich diesen Ort. Dort wird auch irgendetwas Wichtiges sein. Wenn auch keine Collectible, wenn auch kein Sammelgegenstand, dann ist dort aber zumindest ein Ort, den ich entdecken kann. Darauf kommt es mir jetzt erstmal an. Gebrochene Teile meines Kreuzes finden. Ja, bin ich noch dran. Oh, pardon, kurze Unterbrechung. Weiter geht's. So. Da. Was haben wir denn hier? Sieht aus wie eine Waffenherausforderung. Sie werden euch sagen, was ich euch und ein Dokument. Nee. Sah aus wie ein Dokument. Schade. Was ist das? Granatenwerfer. Oh. Cool. Gut gemacht. Ihr Trottel. Wow. 22 diesmal. Oh, Flammenwerfer? Nee. Noch nicht. Zack, zack. So, sehr gut. Oh, da wurde doch eine Fähigkeit gedroppt. Maximale Ausdauer erhöht sich enorm. Gebe nicht auf. Trottel. So. Was zum... Ah. Nice. Noch drei. Hallo. Okay. So, aber echt jetzt? Der hat mit dem Niederschlag schon auf mich gewartet da. Sau. Okay. Granatenwerfer freigeschaltet. Sehr schön. So muss das. Das kann ich gut gebrauchen. Perfekt. MGL-6 Granatenwerfer. Okay, jetzt irgendwo dort wird wieder was sein. Eventuell sogar etwas mit Collectibles. Ich bin gespannt. Nacht ist vorüber. Gut. Okay, Wohnmobile. Was ist das? Vorsehung. Offenbarung. Okay. Einmal umrunden. Ja. Zusammengewachsene Camping. Wohnwägen, was auch immer. Boah, die Kerzen gefallen mir gar nicht.
Okay. Was zur Hölle? Ich schenke dir eine neue Vision, mein Kind. Was geschehen wäre, wenn du meinem Pfad nicht gefolgt wärst? Was wäre geschehen? Wow. Dann würde die Welt auf dem Kopf stehen? Der Bunker. Oh, der Bunker? Derjenige welche? Aber etwas stimmt nicht. Der eine Bunker, wo er mit dem Deputy am Ende des fünften Teiles drin ist und ausharrt, gesperrt Familienfundstücke fehlen. Öffne die Tür, mein Kind. Okay. Ich weiß, was das ist. Ein Ort, wo John in Sicherheit ist. Okay. Und er hat ganze Arbeit geleistet, meinst du nicht? Beende, was er begann. Finde seine Buchstaben und sag ja, Joseph. Aha. Da haben wir schon mal das Y. Ich hoffe, du bist auf ein paar unangenehme Wahrheiten gefasst, Bruder. Jetzt noch das E und das S. H. Jetzt noch nur noch das S. Selbst wenn wir alle hier runtergeschafft hätten. Was dann? Wie hätte das funktionieren sollen? Wir hätten einen Weg gefunden. Okay. S noch. Okay. No! Oh. Dumm. So, jetzt aber. Ich weiß, was mein Herz sagt, John. Ich habe dich geliebt. Ich höre sie da drin, weißt du? Sie flüstert. Sie sündigt. Wir müssen es hier rausschneiden. Es wie eine Schale ablösen. Die Dinge haben sich verändert, John. Wir müssen überleben. Ausharren. Hier geht es nicht um Gott. Es geht um dich. Es ging schon immer um dich. Warum bist du der Einzige, der Gottes Plan kennt und weiß, was er will? Es ist genauso, wie es oben war. Du willst mich kontrollieren. Gib dich nicht dem Neid hin, John. Ich weiß, was Gott mit mir vorhat. Ich weiß, all diese Triebe stammen von ihm. Wie du damals schon sagtest, als du meine Hilfe wolltest. Ich muss jetzt was zerschneiden. Jetzt. Du willst mich nicht verletzen, John. Und ich weiß, dass du Angst vor Jacob hast. Also hör mir zu, Bruder. Wenn du Faith anrührst, wird das Konsequenzen haben. Verstehst du das? Diese Triebe sind von Gott. Dann prüft Gott uns beide. Ich konnte John immer kontrollieren. Durch Gebete und Seelsorge hätte er es geschafft. Er hätte es ertragen. Habe ich dir je Lügen gezeigt? So wäre es, wenn er überlebt hätte. Alles geschah, wie es sollte. Ich wollte gerade fragen, wenn das eine Vision aus der Vergangenheit wäre, dann hätte es ja sein können, dass John derjenige ist, der die letzte Faith getötet hat, bevor die Faith dann ihren Platz eingenommen hat, die wir dann in Far Cry 5 bekämpfen mussten. Hätte ja sein können. Aber nein, jetzt wurde uns gesagt, das ist ein Was wäre, wenn John überlebt hätte, Szenario. Okay. Und hier? Jacob? Bist du ja. Hier, mein Bruder? Eindeutig, ich erkenne den Raum Jacobs wieder. Jacobs Spieluhr ist hier. Suche sie. Und ich zeige dir noch eine Vision. Genau, Jacobs Spieluhr, ey.
Jedes Mal, wenn wir die Melodie gehört haben, nachdem er uns manipuliert hat, oder sogar während er uns manipuliert hat, sind wir in diesem Raum aufgewacht. Ich erkenne den immer sofort wieder. Glaube ich. So schnell tue ich es zumindest nicht mehr, oh, die Melodie. Wo wir uns dann immer wieder durch die Gegner kämpfen mussten und wir mussten uns beeilen. Oh. Das war heftig. Vor allen Dingen auch eine richtig krasse Herausforderung im New Game Plus dann. Alter Vater. Ich wusste, dass wir nicht überleben würden. Nicht mit deinem Plan. Oh. Komm schon. Auf den Kühlschrank. Ich habe nie geglaubt, dass wir hier unten überleben. Nicht wirklich. Ich habe nur den Kampf genossen. Was zur Hölle? Wie soll ich da runterkommen, wenn es nicht mal von oben geht? Was zum... Muss ich das gerade verstehen? Das Leben weniger wiegt schwerer als das Leben vieler. Ich tat, was ich für richtig hielt, Jacob. Ist hier etwas? Okay. Ah, Gott, diese Flure. Aha. Hi. Hast du wirklich gedacht, wir könnten hier alle in Harmonie leben? Uiuiui. Wo zur Hölle geht's hier jetzt weiter? Ich bin gefühlt. Ich wusste, dass wir nicht überleben würden. Nicht mit deinem Plan. Hast du wirklich gedacht, wir könnten hier alle in Harmonie leben? Ich trottel da durch. Ah. Ich dachte, das wäre einfach nur Gerümpel, das mir zeigen soll, hier kannst du nicht lang, aber im Gegenteil. Okay. Ja, und so komme ich rum. Alles klar. Spieluhr. Ja. Jacob! Was machst du denn? Halt! Nein! Only. Komm schon. Jacob, tu das nicht! Jacob, nein! Das reicht jetzt. Jacob, das reicht. Ich habe getan, was du gesagt hast. Ich führte deine Befehle aus. Hast du nicht. Noch nicht. Steh auf. Wir müssen zusammen nach Eden gelangen, Bruder. Zusammen. Ach, Jacob. Damit spuckst du allem, was ich für dich getan habe, ins Gesicht. Ich hab dich gerettet, Jacob. Nein, Joseph. Ich hab dich gerettet. Denn das war's, was du eigentlich wolltest. Das war die wahre Mission. Du hattest Angst. Ein Soldat ist nur so gut wie seine Befehlskette. Und es wird Zeit, dass du dich zurückziehst. Nein! Jacob war schwierig, aber er würde nie so etwas tun. Glaub, was du willst.
Mit ihm hier wäret ihr beide gestorben. Der wäre langsam an seinen Vietnam-Flashbacks zugrunde gegangen, in den Wahnsinn getrieben worden. Oh Mann. Ja, die waren alle so unfassbar kaputt, wenn sie alle in dem Bunker gelandet wären. Das wäre wahrscheinlich tatsächlich nicht gut ausgegangen. Oh Gott. Der Garten von Faith. Richtig. Ist er nicht wunderschön? Suche Faiths Kleid. Lass mich dir mehr zeigen. Okay. Ich dachte, du wolltest uns nach New Eden bringen. Zusammen. Oh Gott. Sorry. Ja toll, muss ich irgendwas machen, damit der Nebel darin verschwindet? Lass mal bitte. Dir vertraut, dir mein Leben anvertraut und du hast es weggeworfen. Ich gebe dir ein Ziel. Ich befreie dich. Muss ich hier mit irgendwas interagieren, damit der Nebel verschwindet? Ich hab dir vertraut, dir mein Leben anvertraut und du hast es weggeworfen. Jetzt mal ohne Scheiß, wie werde ich diese Nebelschwaden los? Es muss hier doch irgendeine Möglichkeit dafür geben. Ich hab dir vertraut, dir mein Leben anvertraut und du hast es weggeworfen. Besser. Ich gebe dir ein Ziel. Ich befreie dich. Aha. Das war alles? Scheinbar. Okay, ja, jetzt sehe ich die Dinge auch endlich mal. Ich dachte, du wolltest uns nach New Eden bringen. Zusammen. Okay. Es riecht nach ihr. Kaum noch was. Es ist fast leer. Er hat versprochen, die Dämonen zu vertreiben. Dass sie weggehen. Vater! Das Bliss! Hast du mehr gefunden? Faith. Du musst jetzt nüchtern sein. Du musst wachsam sein. Der Teufel schleicht umher wie ein hungriger Löwe, der jemanden verschlingen will. Aber das... Das hast du vorher nicht gesagt. Das Bliss. Es war das Bliss, das meine Dämonen vertrieben hat. Nicht du. Du hast mich benutzt. Du hast mich kontrolliert. Und jetzt, ohne Bliss, kommt alles wieder zurück. Ich erinnere mich an alles. Was hast du mir angetan? Was hast du? Faith. Mein Name ist Rachel. Ich weiß, was du ihnen angetan hast. Was du mit den anderen Faiths vor mir gemacht hast. Wenn du es wüsstest.
würdest du es nicht wagen, mich zu schlagen. Fate hat mich geachtet. Gefürchtet. Das wäre nie passiert. Eieieiei. Genug. Warum verhüllst du mich mit Visionen, die unmöglich sind, die nicht zu ändern sind? Tja. Gute Frage, ne? Ich gucke mich nur noch einmal ganz kurz um, ob ich nichts verpasst habe, aber bis jetzt eigentlich nicht. Der Raum des Deputies. Meine neue Familie. Du wolltest dir die Sünde für mich herausschneiden, oder? Wir sind gleich, du und ich. Wir haben beide alles verloren. Und jeden. Und wenn wir herauskommen, was erwartet uns dann? Du hast keinen Plan mehr. Keine Hoffnung. Keinen Grund, weiterzumachen. Aber ich gebe dir ein neues Ziel. Du kamst her, um mich zu verurteilen und meine Familie. Und es war dein Recht. Ich lag falsch. Es ist jetzt deine Bestimmung, mein Kind. Du bist mein Richter. Und wirst es immer sein. Gerichtet. Der Jäger, du wirst ihn retten, wie einst auch die anderen. Aber er war mein größter Widersacher. Du hast alles richtig gemacht. Er wird es einsehen. Und du auch. Deine Zweifel werden vergehen. Okay. Wir haben also quasi gesehen, was wäre passiert, wenn nicht Joseph und der Deputy überlebt hätten, sondern Joseph und jemand aus seiner Familie überlebt hätten oder seine ganze Familie überlebt hätte und sie dann alle in dem Bunker wären. Und jetzt haben wir das gesehen, was eigentlich passiert ist. Ist es ein Plotpunkt, der noch einmal in New Dawn aufgegriffen wird? Weiß ich nicht. Also ich habe den Jäger auf jeden Fall wiedererkannt. Das war halt ein stärkerer Gegner, dem wir schon ab und zu mal begegnet sind in der Welt hier von Josephs Verstand. Also steckt hinter dieser Maske und diesem Kostüm in Wirklichkeit der Deputy. Okay. Das schweigende Schwert, das Schwert der Stimme, der unermüdliche und unbesiegte Herold des wahren und ruhmreichen Wortes. In Anerkennung des einen wahren Gesetzes, der Stimme selbst, sagte sich das schweigende Schwert von der Gesellschaft los, um stattdessen theologische Perfektion zu erreichen. Indem es zur Manifestation des körperlichen Willens des Heiligsten der Heiligen wurde, schreitet das schweigende Schwert nun an der Seite Gottes. Seine Jünger verbergen sich vor der unreinen Welt und handeln nur im Einklang mit den Befehlen der Stimme. Es gibt keinen Verstand, nur Körper und Arbeit zur Erreichung des Königreiches. Alles klar. Das vierte von 7 Dokumenten. Ich schätze mal, damit ist der Bunker hier auch endgültig durch. Wir haben ordentlich Visionen gekriegt, aber eine richtige Menge, ey. Puh. Okay. Vorsehung. So, mehr Seitenwaffen-Muni. Oh. Nö. Ich dachte, ich verstehe deinen Plan. Aber warum nur ich? Warum der Deputy? Wir müssen es überstehen. Wir müssen überleben. Wir? Geil! Ich habe doch eine Fähigkeit bekommen, auf die ich gehofft habe. Opfergabe. Ich sammle signifikanten mehr Buße. Da werde ich jetzt auch einen weiteren Slot für freischalten. Ist mir wurscht. So. Geil! Das ist nice. Sehr gut, das ist schon mal mega.
Okay, jetzt muss ich nur noch einmal kurz gucken, was die nächste Chibi-Figur angeht. Die habe ich jetzt schon mal ausfindig gemacht. Zumindest grob. Und der grobe Standpunkt, der reicht mir ja allemal aus. Okay. Was haben wir denn hier? Unterschlupf auf dem Gipfel. Aha. Ein weiterer Unterschlupf. Ich lausche. Ich höre was? Ich glaube, ich sehe sie. Da oben, ne? Ja. Nice. Sehr gut. Die Hälfte ist geschafft. Mega. So. Also, der nächste Unterschlupf, den ich freischalten kann. Oder ist der schon? Ne, hätte mich auch gewundert. Wo sind denn hier jetzt Gegner? Oh. So, hallo? Oh. Wie die Gegner immer genau so um mich rumtanzen, dass ich sie nicht sehe. Als ob die wissen, in welche Richtung ich mich umdrehen würde. Und dann drehen die sich halt so Tom and Jerry mäßig immer so, dass sie immer hinter mir sind. Nice. Okay. So, dann schaue ich hier mal weiter. In geduckter Haltung schneller. Soll ich nur nochmal auf Tragekapazität gehen oder lieber auf Gesundheit generell? Ah, lieber Gesundheit generell, würde ich sagen, oder? Bäm. Und dann investiere ich hier noch einmal rein. Boah, 6000 für die nächsten zwei Gesundheitsinjektionen. Huiuiui. Die Schwachen sagen, ich bin stark. Okay, also hier habe ich jetzt, echt jetzt? Die nächste Chibi-Figur ist quasi um die Ecke? Scheint so. Wenn das wahr ist, das wäre ja krass. Zwei Chibi-Figuren so nah beieinander? Zum Glück kann ich hier sogar direkt hochlaufen und muss nicht die Straße nehmen. Ah, Alter. Sie werden kämpfen, um uns zu bestehlen. Unsere Waffen, unsere Freiheit. Ah, unseren Glauben. In der letzten Sekunde gesehen, bevor ich mich weiterdrehen wollte. Okay, krass. Tatsächlich, das war echt so nah dran. Hätte ich nicht erwartet. Wow. Okay, echt jetzt? Du willst mich doch verarschen. Da unten wieder? Nee, das muss doch die sein, die ich bereits bekommen habe. Genau. Ah, okay. Ja gut, da war meine Verwirrung kurz auch verwirrt, wie man so schön sagt. Dann gehe ich als nächstes da lang. Ungefähr? Ja. Für den nächsten Ort. Beziehungsweise so langsam aber sicher könnte ich auch wieder den Part beenden. Um ehrlich zu sein. Würde langsam von der Zeit her wieder reichen. Deswegen mache ich das auch gleich mal an der Stelle. Kurz nochmal hier hingehen. Oh, das ist der Ort. Ah. Jeden Tag sehe ich, wie wir Gottes Plan umsetzen. Und das erzählt. Aber schon wieder diese Geräuschkugel, die hier rum, die sich hier ständig um uns dreht. Ihr wisst, dass sie jeden Tag auf dem Feld arbeitet. Ah. Jetzt bekommen wir die Schrotflinte mit dieser Herausforderung. Sehr schön.
Alles klar, allerdings würde ich an dieser Stelle natürlich für heute erstmal den Part beenden. Boah, guckt euch das an, wie viel wir jetzt schon haben, ne? Hammer. Wir haben schon 5 von 8 Visionen, 4 von 7 Tagebuchseiten und 6 von 10 Chibis. Wir haben mit anderen Worten jetzt schon von jeder Collectible etwas mehr als die Hälfte gesammelt. Nice, ist doch ein guter Schnitt nach 2 Parts. Alles klar, Leute, dann würde ich an der Stelle für heute sagen, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben und einen Kommentar da, falls es euch gefallen haben sollte. Habt ihr das schon bei einigen meiner Videos getan? Ist es euch ja vielleicht schon ein Abo wert? Nichtsdestotrotz, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!